Ja, dann werden wir das erste Szenario doch mal starten. Es geht offensichtlich um Captain Eisenkiefers vergrabene Schätze. Soga, ich liebe die Melodie. Könntest du wirklich den ganzen Tag hören, ey. Wird Pokémon wiederkommen? Wenn du aufmerksam meinen YouTube-Channel verfolgst, würdest du diese Antwort kennen. So. Wenn das dann irgendwann losgeht, ich kann mal gucken. Können wir nochmal zurückschalten, ja. Kann mal gucken, ob ich unter der Bahn noch was finde. Oh, hab unter der Bahn noch was gefunden. Ein Wasser. So. Und da geht's los. Die Piratenschlacht. Ahoi, ihr Landratten und willkommen bei Planet Coaster. Geh nicht über Bord, wenn du diesen Kracher von einem Piratenpark übernimmst. Schließe den Bau der Fahrgeschäfte ab, werde zu einem Publikumsmagneten und unterhalte deine Gäste mit Seemannsgarn und allem drum und dran. Na dann. So, also da, wo ich aktuell bin, da werden wir uns natürlich nicht hinsetzen, weil das ist über Zuschauer, Besucherzahlen etc. Wir bewegen uns hier einfach mal rüber. Ich würde sagen, dahin ungefähr. Hier ist so gut wie nichts erstmal. Mal gucken, ob wir uns noch kleiner machen. Ach komm, wir können uns noch mal kleiner machen. Es ist so schön, dass du wieder da bist, Wolf. Ich finde auch, Mate. Da hat ja auch echt einiges gefehlt, Mann. Ich bin auch sehr froh, dass ich wieder da bin. So. Wasser, du meinst Feuerwasser. Ihr habt ja keine Ahnung, was da drin ist. Ja. Der Fußball ist Samstag, nicht Sonntag. Fabi, wenn ich sage Samstag, ist ja nicht Sonntag. So, ziehe 800 Gäste an, baue 2 beliebige Fahrgeschäfte, ziehe 900 Gäste an, baue 4 beliebige Fahrgeschäfte, ziehe 1100 Gäste an und verdiene $15.000. Wir starten mit einem Kapital von $5.600, haben schon 644 Besucher. Ich glaube, das wird nicht sonderlich schwer. Wir haben aber nur eine Attraktion, wenn ich das richtig gesehen habe. Und das ist wohl diese Achterbahn, ne? Jetzt ist aber das Sub-Ding über meinem Gesicht. Das ist auch nicht so gut. Morkles, ich sag vielen Dank für den vierten Sub in Folge, Mann. Warum nicht rechts oben? Ich? Mit Greenscreen? Weil das scheiße ausschaut vielleicht? So. Die grundlegende Steuerung. Ich glaube, ich weiß einigermaßen Bescheid. Wenn nicht, werde ich sie wieder aufrufen, sag ich mal. So, da passt es auch nicht so ganz. Aber hier, da kann man es auf jeden Fall, da oben kann man das schön in der Ecke lassen. Triple Vladimir, vielen Dank für deinen Sub, mein Lieber. Das ist der erste hier auf diesem Channel, ganz sicher. Danke dir, vielmals. So, die fahren hier gerade mit einer Achterbahn. Ich möchte mitfahren. Ich möchte wissen, was die kann. Na toll. Darf ich nicht zu den anderen, die schon fahren? Oh, 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 shit, shit. Woo! Oh, also eine riesige Holzachterbahn haben die hier. Oh, nice. Oh, guck mal, wie geil das aussieht. Oh, ich liebe Planet Coaster so sehr. Sogar mit Händen. Oh, nice, wie du hier überall vorbeifährst. Wow, mit Nebel. Also, ich kenne das alles noch nicht. Das ist für mich alles neu. Was hat er gerade gesagt? Das war doch irgendwas auf Französisch. Oh, wie nice. Okay, die haben also nur diese Attraktion. Ich will da High Seas fahren. Die Warteschlange für High Seas ist mir zu voll. Wo ist denn die Warteschlange? Die ist zu voll? Alter, da fährt doch gefühlt kein Mensch mit. Können froh sein, wenn wir das hinkriegen. Ah, Achterbahn ist nicht gleich Fahrgeschäft. Die haben offensichtlich hier noch so ein Krakending. Schauen wir mal beim Krakending vorbei. Also ich bin ja so ein Typ, ne, ich fahre immer alles mit. Wenn ich es nicht kenne, fahre ich es mit. Du musst den Tisch wackeln, wenn du da mitfährst. Das wäre natürlich eine tatsächlich ganz lustige Sache. Ich muss auch mal die Hände hochmachen. Wochenende! Okay, die Krake ist jetzt halt... Gut. Mit VR kann einem da wahrscheinlich ganz schnell schwindelig werden. Oh, mir wird so schon schwindelig. Das Spiel ist einfach geil. Kannst sagen, was du willst. Großartig. Ja. Die Warteschlange ist zu voll. Ja, hier kaufe ich es euch ab. Hier kaufe ich euch ab, dass die Warteschlange zu voll ist. Wie lange fahren denn die damit? Oh, die haben übelst lange Sequenzen. Die müssten eigentlich mal kürzer damit fahren. Wie viel Geld machen wir durch die Maschine? 5,50. Erhöhen wir mal auf 6.
dann wird vielleicht auch die Schlange kürzer. Das sind meine Mittel. Ja. Was wäre tödlich? Wie gut wäre eigentlich VR-Support? Ich glaube, da würden einige einfach völlig verrecken. Wie viel kostet das Game? 37 Euro. Was? Du, Fahrgeschäfte fahren alle nur rückwärts? Was redest du denn? Mann, Mann, Mann. Hope! Gott sei Dank, dass es endlich geklappt hat. So. Und das hier kostet 20 Dollar? Na, kein Wunder, dass der, dass das hier alles... Alter, 20 Dollar ist hart. So, was ist hier? Hier haben wir einen kleinen Teich. Mit nichts. Ah ja, der Weg ist noch nicht fertig gebaut zum Teich. Und die Leute kommen woher? Hier ist doch auch nicht der Anfang von dem Park. Ah, hier ist... Ah, hier geht's noch weiter. Ah, hier ist der Anfang vom Park. Was ist das hier? Das ist Cap... Was? Captain Beefs. Ich glaube, hier kann man Hüte kaufen. Wahrscheinlich Piratenhüte oder so. Und da kommen die wohl alle her. Hier ist der Start, ne? Ah, guck mal. Von hier starten die. Kommen alle aus der Höhle. Also das ist ja vom Szenario her schon ziemlich geil gemacht, muss ich sagen. Viele Gäste haben Durst. Okay. Wir schauen mal. Also wir haben High Seas und irgendwas im Ozean. Profit letzten Monat haben wir nicht. Wir haben gerade angefangen. Gäste haben wir 47% Erwachsenengruppen, 28% Teenager und 25% Familien. Personal haben wir keine Animateure, zwei Reinigungskräfte, der Carlo Phipps und der John Aguilar, ey. Gino McGuinness ist unser, ist ein Verkäufer. Der Reginald Aaron ist unser Techniker. Gut. Viele Gäste haben Durst. Dann werden wir jetzt wohl mal hier einen Laden mit Essen und so hinballern. Das, glaube ich, machen wir direkt hier, weil hier ist recht viel los wegen der Achterbahn und so weiter. Fahrgeschäfte, Läden und Servicegebäude. Was haben wir denn hier? Burgerladen, Dorfladen. Was ist in dem Dorfladen eigentlich alles drin? Okay, ich mache jetzt hier einfach mal einen Dorfladen, oder? Was kostet mich der? 600. Dorfladen, Dorfladen, Getränkehütte. Ach nee, wir machen das mal simpel. Wir machen jetzt hier mal so eine Getränkehütte hin. So, drehen war mit... Y? So. Und dann direkt noch eine Burgerbude daneben. Dann haben die hier Essen und Trinken und dann flitzen die da auch alle direkt hin. Kann das sein? Oh. Da ist der Eingang. Na, das sieht doch ganz hübsch aus. Oh, guck mal, das kann man fast untereinander legen. Dann sieht das fast so aus, als würden die zusammengehören zumindest. Wir sind halt noch im dunklen Zeitalter. Das ist nicht Age of Empires. Wolf, das ist nur ein kleiner Tutorial-Park. Ja, eben. Ich weiß, dass ich mich nie lange damit beschäftigen werde, aber ich möchte. So, wir gucken mal. Hier kostet ein Milchshake 5 Dollar, Vanille 5 Dollar, Schokolade 5 Dollar. Extras, Marshmallows, Fudge-Stückchen und Eiscreme. Ich würde sagen, Marshmallows und Eiscreme gibt's ein... Ah doch, etwas. Und dafür kostet der aber halt dann auch 6 Dollar. So. Für 1 Euro mehr kriegt ihr von mir Marshmallows und Eiscreme. Ich bin einfach netter. Muss ich sagen. Bin einfach netter. Aber ja, wir werden uns tatsächlich nicht sehr lange mit diesem Park beschäftigen. Weshalb wir tatsächlich jetzt eher oder mehr oder weniger die... Mission abschließen, da wir zu anderen Szenarieparks kommen, wo wir recht lange spielen werden. Deswegen machen wir hier ein bisschen, bauen wir ein bisschen Druck auf, sag mal. Ah, der Eintritt wird wahrscheinlich hier kostenlos sein. Ich denke mal, das kann man lassen. Das ist nicht so wirklich wild. Wir schauen mal, was es bei Fahrgeschäften noch gibt. Wild Blue. Wild Blue ist geil. Am geilsten wäre, wenn man hier direkt noch auf die Insel was packen könnte. Ich weiß gar nicht, ob sowas ginge. Deratz, vielen Dank für deinen zweiten Sub in Folge. Kann ich jetzt Wild Blue zum Beispiel hier irgendwo in die Luft bauen? Ja, ne? Dass ich das so machen kann, dass das so quasi auf dem Wasser schwebt? Fände ich halt extremst geil. Und dann setzen wir das so hin.
Dann sind die halt auf dem Wasser. Das finde ich relativ cool. Ich gucke mir mal ganz kurz an, wie sich das bewegt. Das ist ganz cool. Auf dem Wasser, und dann gehen die da über die Achterbahn drüber. Und die Leute fahren mit der Achterbahn unten durch. Finde ich schon mal ziemlich geil. Alter, bei den vielen Einstellungen wäre ich sowas von überfordert. Jockey, das ist noch nicht mal, du siehst, das ist noch nicht mal ein Bruchteil von dem, was es an Einstellungen gibt. Dieses Spiel wird dich absolut überfordern an allen Einstellungen, die es gibt. Das ist richtig schlimm. Wir fahren auch direkt mal mit. Wie geil ist denn die Mucke? Oh Gott, oh Gott. Oh, aber das ist hier auf dem Wasser, ist das richtig cool. Man sieht was da, Achterbahn. Man schwebt hier so am Schiff vorbei. Okay, man dreht sich, sieht den Sonnenuntergang da hinten. Knallt gefühlt an die Burg. Oh, nice. Okay. Top Sache. Top Sache. Finde ich gut. Hat zwei Hauptsequenzen, das ist in Ordnung. Ritter der Valkyren, ist klar. Wird aber auch eiskalt direkt $10 kosten. Okay, da ist gerade irgendwas explodiert. Ich glaube, unter mir ist irgendwas. Aber das ist, wenn das explodiert, dann sieht das nur noch cooler aus. So, das heißt, was wir jetzt brauchen, ist ein Eingang. Premium Pass und sowas bauen wir. Ah, jetzt habe ich eine Inspektion gefordert. Das ist ja Quatsch. Das hier brauche ich. Eingang. Und einen Ausgang. Lolli, vielen Dank für deinen 10. Sub in Folge, mein Lieber. Dankeschön. So, Ausgang und Eingang. Ich hoffe, das klappt jetzt mit dem Weg. Könnte ein bisschen eng werden, aber ich glaube, es wird klappen. Bei so einer Sicht würde mir schlecht werden von ihm. Also das, die Attraktion ist nicht ohne, sagen wir es mal so. Definitiv nicht. So, was haben die denn da hinten benutzt, damit das so einigermaßen gleich aussieht? Die haben Holzweg benutzt. Den hier dann, ne? Okay. Macht doch ehrlich gesagt recht viel Sinn. So, dann schauen wir das mal, ob das klappt. Weiß ich nicht. Wir müssen ja hier ein bisschen was lernen heute. Ich glaube, das haut hin, oder? Oh yeah. Oh yeah. Dann fahren die da schön unten durch. I like. Ist das jetzt gerade? Ach nee. Oh, da geht's. Nee, nee, nee. Warte. Das war das Steuerung Y. Okay, nee, wir müssen gerade bleiben. So, und ab da kann man dann, glaube ich, wieder runter. Oh! Oh, nee, das ist ein bisschen arg knapp. Wer hat eigentlich den Weg hier hingebaut? Das weiß ich nicht. Oh. Ach, der will den... Ah, okay. Ich glaube, das funktioniert nicht. Ich glaube, wir müssen hier gleich runter. Dann... Und dann klappt das. Das sieht doch gar nicht so scheiße aus. Sehr gut. Und dann machen wir das eigentlich ganz simpel. Die Leute, die dann wieder zurückgehen... Ich guck mal, die haben hier auch... Was ist das für ein Boden? So ein leichter Kachelboden. Der hier? Steinrand? Ist der mit Steinrand, oder? Ist auf jeden Fall hell. Nee. Ah, oh, Steinrand ist das hier. Ach, guck mal, dann verändert sich alles. Oh, dann passt sich das alles an. Das ist ja geil. Das wusste ich auch noch gar nicht. Das ist, so ein, ist das der Boden? Das ist aber auch nicht der Boden. Gibt es den Boden überhaupt? Das ist doch ein ganz spezieller Boden. Das ist verrückt. Ich meine, ich finde es sehr geil, was es da alles gibt. Das mit dem Wasser käme eigentlich hier auch total cool. Einfach nur schwarz, ist auch hübsch. Das ist eindeutig nicht der... Den gibt's nicht. Wenn ich's euch sag. Das ist ja witzig.
Ich verbinde gerade den Eingang mit dem normalen Weg. Ja. Die Leute sind auf dem normalen Weg und können dann da in die Maschine einsteigen, sich hier anstellen. Das ist schon richtig. Dann werden wir... Ich glaube, weil es zum Wasser ganz gut passen wird, dann das so machen. Dann kommen die hier hinten wieder raus. Ja, das ist ganz hübsch. Ja, das ist ganz hübsch. Es, naja, es passt farblich halt überhaupt nicht, ne? Es ist... Aber das, der Weg ist es auch nicht. Was ist das für ein komischer Weg, den es hier nicht gibt? Der hier? Ah, der ist es. Ah, warte mal. Jetzt habe ich's. Der Weg ist es. Kann ich dich auch einfärben? Sehr gut. Na, dann nehmen wir natürlich den... Dann machen wir den Park schon einheitlich. Oh ne, warte mal. Das war jetzt doof. Da geht's nämlich außen nicht weiter. Ja, es ist, dann sieht das richtig hübsch aus. So, getestet ist es. Dann kann das losgehen. $10 die Fahrt. Ja, das läuft erstmal, würde ich sagen. Hallo, Numinex. Bricht die Brücke ein, wenn da zu viel anstehen. Nein. Guck mal, wie gut die gesichert ist. Die werden... Ah, aber die stürmen direkt rein. Sehr gut. Da wird nichts einstürzen, keine Sorge. So. Das ist schon ganz cool, oder? Dann stehen die da an und können halt einfach bei der Achterbahn noch gucken, wie die rumfährt. Ich finde, die Idee ist großartig. So, wir brauchen mehr Fahrgeschäfte. Wir haben hier noch ein Karussell. Wir hätten... Ne, der Octopus, der ist schon drin, ne? Insanity klingt ziemlich krass. Schauen wir mal, wo wir Insanity hinpacken können. Ich denke, Insanity wird dann hier hinkommen. Aber er hat doch einen Warteschlangenweg genommen. Ist doch alles richtig, sonst könnte er es nicht verbinden. Da ist das alles richtig, genau. So. Ich denke mal, das werden wir so setzen, dass die Leute auf den Park gucken können, natürlich. Beim Fahren. Also ich bin da so einer, ich mache mir da über sowas schon Gedanken, ne? So, ich sehe schon die Leute auf die Achterbahn spucken. Das ist echt widerlich, Trax. Richtig widerlich. Geht gar nicht. Wenn ich das mal so sagen darf. So, die steigen hier ein. Und steigen da drüben dann... Oder nee, die steigen hier einfach aus. Guck mal, kannst du direkt verbinden. Das ist eigentlich ganz nice. Wo Warteschlangenwege Schilder haben. Ja, man muss sich halt dann natürlich ein bisschen umstellen, ne? So, dann machen wir ja hier mal eine schöne... Ah! Na, warte, das kriegen wir noch vielleicht noch ein bisschen hübscher hin. Denke, man muss sie nicht so lang machen wie in den Rollercoaster Tycoon Teilen zum Beispiel, weil die Leute halt sich hier einfach zum Beispiel nebeneinander quetschen. Wow, ich kann das so nicht verbinden, wirklich? Es muss so schief sein? Naja, warum nicht? Das ist mir eigentlich ziemlich egal. Bei dem machen wir den Eintritt direkt mal auf $8. Ich habe das Gefühl, die Leute fahren hier schon ganz ordentlich. Und dann geht's auch direkt los. Eröffnet ist es. Mal sehen, wer da direkt drauf rennt. Ob da überhaupt jemand direkt drauf rennt. Sehr geil finde ich dieses High Seas Ding, das wir ja gemacht haben. Spiel Wolf mit unendlich Geld. Was? Nein. Wir haben $10.000. Das steht links unten in der Ecke. So, in der Kürze liegt die Würze. Es ist halt einfach so, man, es ist halt von, ich war zum Beispiel auch so, die Warteschlangen müssen übelst lang sein und so weiter. Aber die Leute, das ist halt einfach ein sehr gutes Spiel. Die passen halt na, nebeneinander und es ist recht breit. Also man braucht da nicht so viel. Die Leute stehen ansonsten nur übelst lange rum und sind am Ende, was weiß ich, enttäuscht oder so. So, das ist unser drittes Fahrgeschäft. Das heißt, wir bauen auch direkt unser viertes. Und das wird dann, denke ich mal, irgendwo am Anfang... Oh. Oh, da ist unser Bronzestern. Hm? Das erste Ziel ist hier erreicht. 800 Gäste und 2 beliebige Fahrgeschäfte. Dann machen wir gleich die 900 Gäste und das nächste Fahrgeschäft. Ich guck mal, ob wir da drüben noch was hinbauen können. Da drüben ist eigentlich nicht wirklich Platz. Das heißt, das Karussell wird vermutlich dann einfach hier direkt daneben kommen. Wobei, ich glaube, ich werde eher Teacups hinsetzen. Karussell ist halt echt so total meh. Du musst dich auch um die Szenerie kümmern. Ja,
Aber nur, wenn tatsächlich die Szenerie auch die Aufgabe ist. Ansonsten ist es ehrlich gesagt, ohne Parkbewertung und so weiter, ist das mit der Szenerie nicht so wirklich wichtig. Ich weiß, dass ab dem Märchenkapitel zum Beispiel, ich habe ein bisschen was bei Divi gesehen, dass es da sehr relevant wird, sich zum Beispiel um die Szenerie zu kümmern. Aber solange wir, solange es nicht nötig ist und vor allem wir so einen Park haben, der schon recht voll ist mit Szenerie, mache ich mir da jetzt erstmal keine Gedanken drum. So, wir eröffnen Teacups, haben damit auch eine weitere, ein weiteres Fahrgeschäft wieder gebaut. Und das halt recht nice. Ups, jetzt habe ich wieder irgendwas gebaut. Das wollte ich natürlich nicht. Ich wollte eigentlich mal bei dem kranken Shit mitfahren. Ach du Heilige. Okay, und Nummer 2 beim Mitfahren. Easy. Ich meine, aber es ist ganz geil gemacht. Man sieht zumindest immer ganz kurz die Achterbahn. Das ist recht nice. Macht das auch noch einen dicken Überschlag? Oh ja, das macht einen dicken Überschlag. Boah. Also, sie haben offensichtlich Spaß. Das ist doch schon mal gut. Haben wir Teacups eröffnet? Ja, Teacups. Ah ja, die ersten gehen schon rein. Wir haben also 900 Besucher auch schon. Das heißt, das Einzige, was wir noch machen müssen, ist 15.000 verdienen und 1.100 Gäste. Das wird sich wahrscheinlich jetzt hier schon fast von selbst erledigen. Aber wir werden auf jeden Fall noch was machen. Mal schauen. Gibt es eigentlich auch Leute, die reale Freizeitparks oder Europa-Park im Spiel nachgestellt haben? Die gibt es bestimmt, da das Spiel auch so aufgebaut ist, dass man das kann, gibt es das bestimmt, ja. So, eine Achterbahn, die man selbst macht. Dazu wird es kommen, sobald die Aufgaben der Achterbahn kommen. Freiwillig möchte man eigentlich nicht unbedingt noch wirklich eine bauen. So ein Karussell auf dem Wasser ist aber vielleicht schon ganz cool, oder? So. Das ist auch nicht wirklich groß. Dann kann man sich beim Karussell nämlich noch schön das Schiff anschauen. Ich denke, das ist ganz nett gemacht. Ich darf nicht zu viel ausgeben, ansonsten kriegen wir das gleich nicht mehr alles gebacken. So, und dann kommen die hier rein und da raus. Den Weg mit dem Eingang verbinden sollte kein Problem sein. Oder auch doch. Ah, ich glaube, ich muss ein bisschen hochbauen. Nur minimal. So. Ja. Das geht sich aus und sieht vor allem auch ganz ansprechend aus. Ich finde das ganz cool mit den Attraktionen auf Wasser. Das ist cool. So, und dann nehmen wir den Sandweg hier wieder. Der geht dann auch direkt einmal runter. Ich glaube, so halbherzig runter geht, reicht schon. Ja, das geht sich aus. Können das eröffnen und dann können die natürlich da auch mitfahren. Jetzt schauen wir, dass wir das noch ein bisschen erhöhen. So, 4 Dollar. Die Leute geben ja offensichtlich hier ganz gut ihr Geld aus. Teacup sieht jetzt alles andere als spannend aus, wenn wir ehrlich sind. Erhöhen wir aber auf 5. Wir fahren mal kurz mit. Die haben Spaß. Die haben Spaß, Mann. Das mit den Achterbahnen bauen habe ich mir auch schon rumgeärgert. Bei Divi. Aber geht alles. Mit viel Geduld und Kreativität. Sage ich jetzt einfach mal. So, 1100 Gäste haben wir. Alter, stehen die für Teacups an. Holy shit. Aber schaut mal, das meine ich, wie viele Leute hier auf so einem kleinen Fleck stehen. Das sind halt einfach dann fast 15 Leute. Also brauchst du keine ewig lange Warteschlange bauen. Die ist halt echt lang. So, sobald alle raus sind, dürfen die nächsten rein. Mal gucken, wie viel von der Schlange jetzt da rein darf. Was hast du in die Burger getan? Oh, auf die Burger habe ich noch gar nicht geachtet, was ich da drauf getan habe. So, okay, ja. Mal sehen, wie viele von dieser Schlange jetzt da reinkommen.
Ja, hier hinten fangen sie an zu laufen, da. Oh, die Hälfte der Schlange auf jeden Fall. Boah, fast die komplette Schlange, Mann. Ah, nee, 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 die rücken nur auf. Naja, aber fast die Hälfte der Schlange geht eigentlich schon. So, das Karussell fährt keiner. Oh doch, da sind ein paar drauf. So, das ist halt was für Kinder. Ihr seht, vor uns fahren Kinder. Ja. Nimm die Teacup-Attraktion mit den Biercups um. Sowas machen wir. Sowas machen wir, sobald wir einen Sandbox-Park haben. Aber ich werde nicht für jedes Szenario eigene Namen erfinden. Das gleiche gilt für Besucher benennen oder Arbeitskräfte. Die möchte ich dann alle nach euch benennen. Aber das werde ich erst im Sandbox-Modus dann machen. Also ihr seht, das ist nicht sehr, sehr spannend. Viel spannender ist Zack Plays Unterstützung. Weil du es im Chat überlesen hast, gibt es dieses Jahr Bier-Adventskalender. Zack Play, das ist zu 95% wird das passieren. Vielen Dank, lieber Zack. Zu 95% wird es dieses Jahr auch wieder ein Bier-Adventskalender geben. So. Ich würde sagen, wir warten einfach nur noch kurz, denn der Park ist fertig. Also wir brauchen da jetzt nicht diskutieren, der Park ist fertig. Denn wir haben gleich die 15.000 eingespielt, wir haben schon 1.100 Besucher. Bumsvoll der Park. Schöner, schöner Freizeitpark. Wieso haben eigentlich alle Kinder Sternbrillen auf? Vermutlich, weil am Eingang des Parks, mein Lieber, es hier diesen hübschen Cap'n Beef Laden gibt. Und das ist ein Burgerladen. Huch! Alter, 12 Dollar der XL-Burger? Und da gibt's nicht mal Ketchup, Gürkchen, Senf, Salat und so einen Scheiß drauf? Alter. Ey, ich bin nicht geizig. Ich hätte schwören können, dass... Was ist das denn? Alter, wie cool ist das denn? Alter, wie cool ist denn das bitte? LOL! Und kaputt. Da will ich einmal zugucken, geht's kaputt. Viele Gäste müssen auf die Toilette. Wir haben keine Toilette. Ja, das ist die coole Musik wieder, wir haben es geschafft. Aber es war nur kurz. Vielen Dank! Zack Plays nochmal. Und wir haben es geschafft, unser erstes Kapitel ist fertig. Ist das jetzt allen Ernstes kaputt gegangen? Oder geht das einfach irgendwann wieder los? Muss man da Geld einwerfen? Ach, es geht wieder los. Ach, ist das lieb. Cool. Erste Twitch-Spende. Wow, Zack Plays. Dankeschön. Kann es sein, dass es das Main-Theme ist mit ein bisschen Piraten-Feeling drin? Meine ich zumindest gerade rausgehört zu haben. Ist nicht kaputt, Techniker kommt. Alter, wie viel wollen denn mit dem Teil fahren? Ach, ist ja nice. Ja, doch, gefällt mir. Jetzt bauen wir noch schnell eine Toilette, auch wenn wir es nicht mehr müssen. Also das Szenario ist fertig, wir werden auch gleich weitergehen. Chief Beef. Hier gibt's nichts extra. Okay, pass auf, dann machen wir das aber so. Hier gibt's nichts extra, dafür kostet der Burger hier aber nur 10 Dollar. Und beim anderen 6. Ach, jetzt gebe ich einfach eine. Am Eingang gibt's alles mit Gurke und etc. Dafür ist es aber da teurer. Ja. Jetzt mache ich noch schnell eine Toilette, weil ich kein Assi bin. Toiletten. Bozzo der Clown. Nee, das ist keine Toilette, das ist eher doof. Piratentoiletten. Ja, geil. Ah, die Toiletten machen wir irgendwo so am Rand des Parks hin. Dann stinkt's keine voll. So. Ja, bin ja netter. Zweimal Toilettenblock, die sind natürlich kostenlos. Keiner zahlt was zum Pinkeln gehen. Easy. So, der Park ist aber fertig. Wir werden uns damit nicht weiter beschäftigen. Ich speichere ihn mal so als Erinnerung daran, was wir gemacht haben. Wir brauchen noch Mülleimer und Sitzgelegenheiten. Manny, das ist vollkommen richtig. Aber für diese Szenerie jetzt nicht mehr. Denn das Ding ist durch. Viele Gäste müssen auf die Toilette, sie müssen sie nur noch finden.
So, wir gehen wieder ins Menü. Das ist nur Bulette mit Brötchen. Ja, kostet ja auch dann nur 6 Dollar. Was ist das für ein Burger? Ich weiß es nicht. Aber das ist uns Gott sei Dank erstmal egal. So, wir gehen weiter ins nächste Kapitel. Die Kreatur erwacht. Arr. This park sucks. Yeah, but I got 3 stars, so I don't give a fuck. Keiner zahlt was fürs Pingeln gehen. Ich weiß, warum du im Klo-Manager immer verlierst. Halt dumm mal deinen Schnauzen, Banani. Die Kreatur erwacht. Gerüchte, dass Techniker im Park tragischen Unfällen zum Opfer gefallen sind, haben die Mitarbeiter verschreckt und zum Verkauf dieses Parks geführt. Der spottbillige Preis war einfach unwiderstehlich, also stelle neuer Mitarbeiter ein, schließe den Bau des Parks ab und ignoriere die Berichte über seltsame Geräusche im Untergrund einfach. Die sind sicher nichts, worüber man sich Gedanken machen muss. Aha. Aha. Unsere Aufgaben. Stelle 2 Mitarbeiter des Typs Hausmeister ein, baue 2 beliebige Fahrgeschäfte. Stelle 2 Mitarbeiter des Typs Techniker ein, baue 5 beliebige Fahrgeschäfte. Stelle 2 Mitarbeiter vom Typ Animateur ein und ziehe insgesamt 1000 Gäste ein. Was geht eigentlich hier? Alles klar. Mitarbeiter fallen irgendwas zum Opfer und hier ist erstmal so ein Tentakel-Ding. Interessant. So, wir machen jetzt erstmal, wir gehen jetzt erstmal auf Pause. Wir gucken uns den Park erstmal an und denken darüber nach, was wir in diesem Park machen können. So, also die Leute kommen von da unten? Alles klar. Ups. Oh Gott. Hallo. Okay. die Leute kommen irgendwo von da unten. Interessant. Ich komme also offensichtlich zu diesem, ich möchte wissen, wie viel ich mit meinem Park verdiene, Button, ne? So, Finanzen. Kann man hier erstmal Park über... Ticketpreise. Geöffnet von 8 Uhr morgens bis 7 Uhr abends. Eintrittspreis ist kostenlos. Hier ist nichts mit Geld verdienen, ne? Wir haben 10.000 Dollar. Das ist echt eine Menge. Naja, ich würde mal sagen, Eintrittspreis 5 Dollar, Familien zahlen 3 Dollar, Premium Pass brauchen wir nicht. So, die Leute kommen hierher und haben dann erstmal 2 Wege. Der eine führt ins Nichts, das heißt, da müssen wir schauen, dass wir gleich was bauen. Der andere Weg führt zu einem Priority Pass. Ach, guck mal, oh, Premium Pässe sind was für Trottel. Gut, dann lasse ich das mal so stehen. So, und hier haben wir offensichtlich eine Bahn. Dann schauen wir doch da mal rein. Das heißt, nein, wartet. Gleich. Ich möchte aber dann schon die ersten Zuschauer zu was wieder bewegen. Was haben wir denn hier? Forge zum Beispiel. Ja. Wir werden schnell was bauen und dann werden wir mit der Bahn fahren. Ich möchte so effektiv wie möglich arbeiten. So, ich wechsle mal schnell auf Wege. Das ist wieder der Steinweg. Das heißt, den führen wir hier einfach ein bisschen länger. Wahrscheinlich, ich kann den eigentlich, glaube ich, gleich mit da oben verbinden, oder? Das wäre, glaube ich, ganz hübsch. Schauen wir mal ganz kurz, wie hoch das sein muss. Ich glaube gar nicht so hoch, ne? Könnte es sein, dass das schon reicht? Weil das hier möchte ich auf jeden Fall... Darf ich da drüben weiterbauen? Ja. Das soll ruhig weiter hier so...
gehen, aber dann verbinden wir das hier noch mit dem. Sehr schön. Und dann haben die da nämlich einen Anreiz, ein bisschen drumherum zu laufen. Trottel ist ein tolles Wort. Ist es das? Warum, Herr Brot? Wollen Sie uns das erklären? So, ich hoffe einfach mal, ich habe Hoffnung, dass das Ding richtig gut anschlagen wird. Wir werden hier dann einfach direkt einen Ausgang bauen. Das ist ganz praktisch. Oh, ich sehe gerade, das hier ist keine Gerade. Man kann nur auf geraden Wege bauen. Oh, warte mal, dann ist es ehrlich gesagt gar nicht mehr so praktisch. Dann muss ich den Eingang umplatzieren. Ich will den aber hier machen. Ich möchte nicht, dass die so weit laufen müssen. Crusade! Dankeschön für 12. Sub-Folge, Mann. Crusade, du bist jetzt ein Goldwolf. Danke dir. War im Übrigen der Stream kurz weg? Hier steht, sorry, we are unable to connect to chat. Chat. Habe ich einen Disconnect gehabt? Oder läuft alles? Ich hoffe, es läuft alles. Weg mit Eingang verbinden. Es wird dann offensichtlich nur ein kurzes Vergnügen. Ja, das macht nichts. Das wird schon erstmal reichen. Machen wir das Fahrgeschäft. Auf 9 Dollar, dann werden da wahrscheinlich eh nicht so viele rumballern. So, wir eröffnen das dann bei Zeiten. Ich möchte halt hier noch ein bisschen mehr direkt bauen. Ich habe dann auch hier gleich noch eine ganz hübsche Idee, was wir hier noch machen. So, das kann man irgendwie hier bauen. Ich weiß nämlich, dass man da sitzt und im Uhrzeigersinn sich dreht. Dass man da quasi so ein bisschen Blick auf den Park hat, sage ich mal. Also werden wir das hier hinbauen. Und können dann, denke ich mal, Eingang und Ausgang relativ nah aneinander bauen. Oh. Oh, das funktioniert, glaube ich. Das funktioniert sogar relativ schön. Das freut mich doch. Okay, das war definitiv nicht so geplant. Das haut aber nicht hin.